Willkommen zum zweiten Teil vom Review aus dem Gedächtnis. Dieses Mal wieder mit Chroniken der Popwelt. Nachdem Blondie sie gerettet hat, gehen sie zusammen zum Stiefvater und treffen unterwegs auf den Forever Alone Guy, den sie auch mitnehmen. Dort angekommen, zeigt der Blonde der Heldin seinen Zauberstab. Also wirklich, ohne Scheiß, seinen Zauberstab. Ach ja, und außerdem hat ihr Stiefvater ein schreckliches Geheimnis. Er ist ein Werwolf. Er hat's wohl vergessen, irgendwann zu erwähnen. Der Werwolf-Man wird von zwei dunklen Gestalten, die wir schon kennen, bedroht und zusammengeschlagen. Und dabei passiert das. Das kann ich auch. Bam! So, und nach einigen Minuten von dem hier. Sieh dir das an, sieh dir das an. Ah, wer wacht auf? Ist an meinem Bein, Robin? Rubbelst du gern? Gefällt dir das? Willst du an meinem Derrière schnuppern? Ich meine, wieso fragt er ihn, ob er an sein Bein rubbeln will und dann rammelt er ihn selber? Was ist das für eine Logik? Und was ist das für eine Kette da? Was ist das? Foreshadowing? Müssen wir jetzt. Was wird da passieren? Ich bin durcheinander. Außerdem fragt er ihn, ob er an seinem Revier schnuppern will. Was für ein Revier? Meint er mit Revier sein Eier? Dann ist sein Revier wahrlich nicht groß. Wisst ihr was? Ich brauche eine Pause. Ich bin gleich wieder da. Es dauert wirklich nicht lang, versprochen. Ich bin gleich wieder da. Vielleicht könnt ihr euch ein bisschen Musik aufmuntern. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Was ist das? Ist das ein Flugzeug? Ist das ein Vogel? Nein! Es ist Homophobic Man! Homophobic Man, rette uns! Na Gott sei Dank hat das geklappt. Ich bin wieder da! Wir können weitermachen. Juhu! So, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, sie haben den Werwolf gefoltert. Ja, leider ist da etwas passiert. Okay, was ist das für eine Kette, die auf dem Boden liegt? Ja, er rollt sie sich um die Faust. Das ist eine gute Idee. Und dann passiert das Schlimmste. Ich will sie gar nicht zurück. Sie sind mir völlig egal. Ich habe Jahre verschwendet, um mich für den Kelch der Engel an diese Frau und ihr Balkran zu machen. Hör zu, Pangborn. Ich will derjenige sein, der ihn Valentine übergibt. Ja, klar. What a twist! Aber es kommt noch schlimmer. Ihr macht einen großen Fehler. Ich glaub dir nicht. Glaubst du ihm? Good fucking job. Und es wird noch besser. Falls ihr dachtet, das ist eine Kette. Nein, 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 nein. Das ist was ganz anderes. Larry, lauf! Wie bitte? Nochmal. Stopp. Ist es das, was ich glaube, was es ist? Eine Bärenfalle. Eine Bärenfalle. Eine Bärenfalle, die einfach so rumliegt. Eine Bärenfalle. Ja, gut. Eine Bärenfalle. Okay. Okay, eine Bärenfalle. Viel Spaß mit der Bärenfalle. Okay. Salus,
Oh, ich bin diese Scheiße so satt. Nachdem sie entkommen sind, kommt es zu einem emotionalen Zusammenbruch. Larry, wenn du hier bleibst, finden sie dich. Wie konnte Luke nur sagen, dass wir ihm egal sind? Ich kenne ihn, seit ich denken kann. Er hat mir abends immer vorgelesen und mich jahrelang von der Schule abgeholt. Szenen, die mindestens genauso gut sein könnten. Larry, wenn du hier bleibst, finden sie dich. Wie konnte er nur sagen, dass wir ihm egal sind? Ich kenne ihn, seit ich denken kann. Er hat mir ab und zu Frühstück gemacht und gestaubsaugt hat er auch. Larry, wenn du hier bleibst, finden sie dich. Wie konnte er nur sagen, dass wir ihm egal sind? Ich kenne ihn, seit ich denken kann. Also kenne ich ihn nicht. Aber manchmal ist er mit unserem Hund spazieren gegangen. Und danach kommt eine sehr romantische Szene, die mich sehr berührt hat. Ich hab dir doch gesagt, du kannst niemandem trauen. Ich muss meine Mom finden, ich muss nach Hause, ich hab bestimmt was übersehen. Hey, hör mir zu, okay, wir klären das, aber nicht hier und nicht jetzt. Wir müssen dich in Sicherheit bringen. Ich bin ein Schattenjäger, Clary, und ich beschütze dich mit meinem Leben. Oh Gott, es hört nicht auf. Oh.